Hallo Leute und damit zurück zu The Forest. Schön, dass ihr wieder reinlohnt. Wir bauen weiter. Klar. Und ich brauche hauptsächlich Stöckerinos gerade. Hase, dich brauche ich nicht mehr. Wir gehen mal wieder rüber. So, Axt bitte raus. So, wie brauchst du denn 13 Stück? Kannst du aber gleich mehr mitnehmen, weil da drüben ist ja irgendwie nichts. Du bist voll. Ein Pilz hier nachgewachsen. Ich kenne nämlich diesen Baumstumpf ganz genau. Aber ich habe mich ja nie ausgelockt. Hallöchen. Sehr geil. Und dann brate ich mir jetzt mal die Beine raus, beziehungsweise die Knochen. Muss ich ja endlich diese Beine nicht mehr essen, Leute. Kann ich eigentlich mehr da drauf hauen? Doch, tatsächlich. Guck mal, wie das einfach schon fertig ist. Und so einladend. Guck mal, du hast so wieder Schädels. Wozu wollte ich denn jetzt die Knochen haben? Ich meine, das reicht ja locker nie hier für die Nummer. Irgendwas hatte ich mir überlegt, aber ich kann es euch nicht mehr sagen. Macht ja gar keinen Sinn. Aber egal. So. Die Beine sind fertig. Schön, wie sie da drin liegen. Ich wusste wirklich nicht, dass man da auch mehr Fleisch reinlegen kann. Gefühlt sehe ich das gerade zum ersten Mal. Aber dadurch, dass ich ja relativ schnell immer diese Trockenständer mir hole, benutze ich eigentlich so gut wie nie das Feuer, um mir direkt Essen rauszubraten. Tatsächlich. Okay, das dauert natürlich schon eine gewisse Zeit. Getrocknet, frisch. Sehr schön. So, liebe Knochen, wann wärt ihr denn so weit? Warte mal, ist gerade einer ist, glaube ich, gerade. Ja. Okay, ich habe irgendwie mit dem Sound gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwie kam der nie. Okay, du wirst fertig gemacht. Sehr schön. Dann werden wir heute auf jeden Fall in der Nacht nochmal ein bisschen abchillen hier. So, das hätten wir erstmal. Dann übertreibe ich es natürlich wieder. Ah ja, weil ich irgendwie den Pavillon so geil finde, Leute. Und ich mich fast schon ärgere, dass ich den nie in die Base integriert habe. Warte mal, ein was würde ich noch mal ganz kurz, bevor wir das machen, ausprobieren. Kann ich denn eigentlich diese Brücke, diese hier, die Baumbrücke, kann ich? Ja, ich kann. Okay, alles klar. Dann brauche ich auf jeden Fall noch so ein Pavillon. Bauen wir den denn hin? Dreh den nochmal ein. Wo ist jetzt der Eingang hier? So, perfekt. Oder? Nee, warte mal. Ich muss nochmal kurz ausrichten, den Junge. So.
Den kannst du ja ein bisschen höher bauen. Vielleicht so einfach. Wir gucken mal. Genau. Perfekt. Kann ich da auch noch ein bisschen rauslunzen? Und wir brauchen halt nochmal so eine kleine Base, damit ich hier so ein bisschen rüberlunzen kann. Und ich würde sagen, du bitte rein. Zack. Gib mir das. Die Frage ist, können wir... Ich würde natürlich gerne noch auf diese Anhöhe hier hoch. Jetzt frage ich mich gerade, bauen wir uns eine Treppe oder bauen wir uns einen Turm mit dem Seil? Die Treppe wird natürlich sehr kostspielig werden, ne? Vor allem sehe ich hier auch ganz schlecht. Kannst du... Ich weiß halt auch nie, wie hoch die jetzt da oben ist. Dass die da so ein bisschen in den Schrein reinklitschst. Okay, ja. Vielleicht kannst du die ja so ein bisschen ausrichten. Genau. Mir aus auch so. Okay, wir haben jetzt 53 Hölzer. Die Frage ist, wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt hier eh drüge? 104. Ja klar. Aber wir hätten halt eine Leiter oder eine Treppe da hoch. Eigentlich auch ganz cool ist. Ach komm, Leute, wir machen das einfach. Ich will doch eh noch nie raus hier aus dem Spiel. Und deswegen machen wir jetzt hier mal unseren. Unseren Weg, um ein bisschen ein paar Bäume zu holen. Tag. Ihr liebe Bäume, es steht alle nie so geil, dass ich sich, obwohl hier könnte man vielleicht mal ein Stängchen reinwerfen. Nee, das ist das falsche Menü. Gib mir mal diesen Junge. Dich kriege ich. Okay. War super wenig. Wie sieht's denn hier aus? Bums. Sehr schön. Und dann kannst du ja eigentlich hier nochmal so eins, zwei weghaken. Wir machen uns dann gleich vorne mal das Leuchtfeuer an. Bams. Bam, bippi, bam, bippi, bippi, bams. So. Okay,
Okay, ich glaube, ich bin das wirklich selber, ne? Mit diesem Wagen. Natürlich klar, weil also die Bäume auf den Wagen drauf fallen. Sammel mal die Stöcke ein. Die wirst du brauchen, mein Freund. Den Wagen eigentlich auch ein bisschen näher ranfahren können. So. Eigentlich könnte ich erstmal die Treppe hier fertig bauen, ne? Damit ich da hoch kann, um mir noch mehr Bäume zu holen, weil da oben ist nämlich auch noch ein bisschen Holz. So, du wirst angemacht. Ja, brennen. Schön nachzündern. Mit Kohle. Sehr schön. Das ist natürlich wirklich perfekt hier an dem Pavillon rangebautes Stück. Vielleicht können wir dann sogar auch vom Pavillon auf die Treppe drauf springen. Prima. Natürlich alles bedacht von mir. Ja, herrlich, endlich sieht man hier mal ein bisschen was. Aber es reicht leider nie bis dahin da. Aber der Schneeberg spendet uns auch etwas Licht, sehe ich gerade. So. Aha. Lizard, was hast du vor? Willst du mir wieder die Baumstämme hier verschieben? Ich beobachte dich. Guck mal, wie es dahin leuchtet jetzt. Und was das für ein krasses Licht macht. Alter, du hängst. Wahrscheinlich am Stumpen. Guckt mal, wie geil das ist. Es lohnt sich halt. Richtig gut. Aber bitte nicht ins Feuer fahren. Wenn es geht. Sehr schön. So, was hast denn du noch hier drin? Sehr schön. Mach das da ohne an. Vor allem regnet es ja jetzt auch mal hier. Wobei ich gar nicht weiß, ob das Leuchtfeuer ausgeht, wenn es regnet. Eigentlich müsste es. Da haben wir echt ordentlich was weggekriegt hier.
ist jetzt schon der dritte Wagen, den ich hier voll kriege. Ist schön. Bums, und da ist er wieder soweit. Macht doch irgendwie Bock, mit diesem Wagen zu fahren. So, ne. Zwischendurch ist es wirklich wie so ein Rennspiel auch. Ach, ich mag diese Lichtstimmung. Ist einfach so ein Träumchen hier. Lass los. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt nochmal ein Wegchen voll kriegen, ob es noch reicht. Einer lag ja jetzt hier die ganze Zeit auf dem Weg noch, den habe ich gesehen. Okay, ist der jetzt weg? Ne, da ist er doch. Stopp. Bums. Leider näher. Warte mal, du kommst mit, Alter. Du bist, glaube ich, ein Stickbaum. Okay, da müsste man noch mal ein bisschen hacken, Leute. Ich würde sagen, du kommst weg. So. Da oben sieht man auch so leicht das Flugzeug glitzern. Seht ihr das? Rechts im Bild. Oben auf dem Hügel. Schade aber, dass man meine Baustruktur nie sieht. Gut, ich habe die natürlich auch nie beleuchtet, ne? Vielleicht liegt es auch daran. Kann natürlich auch sein. Okay, das sind immer viele, ne? Noch drei Stück? Dann können wir schon da hoch. Warte mal. Habe ich da hinten ihn noch ein Bäumchen gehabt, ein neues? Ich glaube ja. Den könnten wir uns da mal schnell schnappen hier. Ich hoffe, es ist kein Stickbaum. Nee, ja. Kann nicht sein. Bums. So, geil. Und? Beim letzten hat er sich immer so ein bisschen. War den Triggerpunkt zu finden. Immer so irgendwie. Okay. Wo kann ich dich fertig bauen? Hier. Da war es gerade. Stopp. Ja, da ist er.
Geil, da können wir so ein bisschen übers Feld gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich habe es echt gut hingekriegt, tatsächlich. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier unten nämlich noch Bäumchen. Guckt euch das an, wie cool das aussieht. Das Reh, Alter. Hört ihr den Schrei? Den liebe ich ja auch. Da hinten leuchtet irgendwas richtig krass. Das ist Polarstern? Geht halt übel ab da hinten. Ja, Reh, lässt du mal den Pavillon in Ruhe? So. Und ihr kennt mich. Natürlich kommen jetzt hier ohne Lampen hin. Es muss einfach sein. Und zwar du. Bams. Okay, wir brauchen natürlich Schädel. So eine kleine Gruppe wäre natürlich richtig angenehm. Man kann zum Beispiel hier nochmal eine draufstellen. Und das, obwohl wir alle wissen, dass ich natürlich hier und noch einen Kronleuchter hinpacke. Wir haben es alle gewusst. Ja. Bau das. Und? Okay, geil. Dann gehe ich mir aber mal. Kommst du hier rüber? Guck dir das an, wie geil das ist. Bäms, Alter. Ich muss aber auf jeden Fall in der nächsten Runde pennen. Leute, damit die Bäume nachwachsen. Ich gehe mal schnell hinter zum Dorf. Und hol mir da mal ein paar Schädels. Schädel, 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 Schädel. Und zwar du. Bums. Hast den Schädel erwischt? Ich hoffe. Blaubeeren. Didi. Didi. Was ist mit dir? So ein Schädel für mich. Danke dir. Didi. Und du noch. Sehr geil. Gibt es ja eigentlich ein paar Seile? Nope. Das ist. Was die sich dabei auch gedacht haben in Night Game. Bei diesen Totems. In die Kamera. Aber mein Favorit ist immer noch die Leiche mit dem Smartphone im Mund. Das war echt wirklich das Allerbeste. Muss ich schon zugeben. Ja, es wird Tag, Leute. Was hast du denn? Durst? Durst? Vor allen Dingen. Und du hast einen Schädel, ich sehe es da unten in der Anzeige. Du hast einen Schädel, hast du wieder nie mitbekommen. Super schade. So. Aber es hält uns natürlich nie auf. Weil, erstmal wirst du fertig gebaut. Dann natürlich du. Und den letzten bringe ich mal an den Pavillon. Und zwar hier. Sehr geil, Leute. Richtig gut. Okay, dann kannst du ja den einen Baumstamm hier noch rüberbringen. Ein paar Stöcker. Hab ich auch noch. Ja, geil. Sehr schön. Das läuft doch. Okay, liebe Leute. Dann hole ich mal drüben noch ein paar Stöcker. Und dann bauen wir in der nächsten Folge den Pavillon fertig. Und da oben, wo es jetzt so schön leuchtet, wo die Sonne klar über den Hügel kommt, da würde ich dann nochmal versuchen, in der Wasserrutsche zu bauen. Entweder in den Ozean rein oder hier an dem Fluss. Da bin ich mir noch unsicher. Aber das würde ich schon gerne nochmal machen.
Ich will noch ein bisschen mehr Speed haben mit der Rutsche. Das ist, ich habe ja bei meiner zu Hause, gibt es ja immer so einen kurzen Moment, wo ich an so einer Kante hängen bleibe, egal wie, ob ich da nach rechts oder links steuere. Und dann nimmt es da immer dem so ein bisschen die Fahrt raus. Und dann ist das wie so ein schlechter Scherz, dass es dann einfach nur noch so blöpp macht. Und dann komme ich unten bei dem See raus. Aber da muss noch ein bisschen mehr Karacho rein, eigentlich. So. Bums. Sehr schön, Leute. Feuer brennt noch. Wunderbar. Ich bin ready. Falls jetzt hier mal auf dieser Seite mal ein paar Leute kommen, bin ich bereit. Kommt nur, sage ich. Und für heute sage ich vielen lieben Dank fürs Reinmunzen, Leute. Und bis zur nächsten Folge The Forest. Macht's gut, Leute. Tschüss.